Goethe nennt seinen Götz einen rohen, wohlmeinenden Selbsthelfer. Götz verlässt sich nur auf sich und akzeptiert außer Gott und dem Kaiser keine Autoritäten. Er lebt ein mittelalterliches Ritterideal. Während viele Figuren im Stück frei erfunden sind, gibt es für den Götz ein historisches Vorbild. Er lebte vermutlich von 1480 bis 1562 in Süddeutschland und kämpfte in zahlreichen Kriegen und Fehden. Am Ende seines Lebens hat er seine Autobiografie geschrieben, die sehr viel später erschien. Goethe liest das Buch und lässt sich davon für sein Drama inspirieren. Auch die eiserne Hand baut er ein. Der historische Götz trug eine Armprothese, mit der er sogar die Finger bewegen konnte. Das war im 16. Jahrhundert eine technische Sensation. Doch nicht nur die Biografie des Ritters beschäftigt Goethe. Ihn interessiert auch die Zeitenwende zum 16. Jahrhundert, in der sich Gesellschaft und Politik extrem verändern. Der Buchdruck wird erfunden. Texte und Bilder werden jetzt schnell produziert und verbreitet. Eine Medienrevolution, geschickt genutzt von Martin Luther. Seine Reformation sorgt für eine religiöse Neuordnung Europas. Ab jetzt gibt es katholische und evangelische Christen. Bis heute. Inspiriert durch Luthers Lehre von der Freiheit des Christenmenschen, ziehen die Bauern in den Kampf gegen die Leibeigenschaft. Ihre Aufstände sind die ersten politischen und sozialen Protestbewegungen im deutschsprachigen Raum. Und auch an der Machtverteilung im Reich ändert sich einiges. Die freien Ritter, im Mittelalter nur dem Kaiser untertan, verlieren ihren Einfluss. Stattdessen werden die Fürsten der einzelnen Länder politisch immer wichtiger. Sie erlangen mehr Unabhängigkeit gegenüber Kaiser und Reich. Die Rechtsprechung entwickelt sich. All das spielt auch in Goethes Götz von Berlichingen eine wichtige Rolle.